Das fahren wir trotzdem. Wenn Montag ist, dann hast du bei uns wirklich einen, der richtig schief läuft. Also, von daher. Passt das. So. Halt mal ein Zeichen. Oh, auch nicht schlecht. Oh, wär nicht schlecht. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, gut. Ich hätte nichts dagegen. Oh, ein Teil wird anders scheiße. So. Wollen wir mal die Tour da noch fahren? Muss ich mir aber gleich nochmal angucken. Dass der die, ob er die Hofdatei auf jeden Fall drin hat, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Ob das mal eine geile Auswertung gibt, ey. Eine richtig geile Auswertung. Nicht schlecht, ne? Das ist wieder richtig. Das ist typisch Bart, ey. So richtig. Hat aber dann nicht alles geguckt. Eingestellt. Oh, Matze. Deine Hügel. Dein Grüß. Viel Spaß bei dem Dienst. Mach mal das, unser Busfahrer. Ja, wir haben leider heute eine Leerfahrt. Irgendwas stört die Türen. Die wollen nicht aufgehen. Würde ich euch gerne mitnehmen, aber ich habe eine BMP-Störung. Wickenberger BMP-Störung, oh mein Gott. Ja. Ich glaube, Omsi dreht jetzt komplett durch. Oh mein Gott. So. Abfahrt.
Was habe ich mir denn da nur gedacht, ey, dabei? Hätte ich genauso drauf schreiben können, Fahrschule. Ne? Okay, cool. Ja, da haben wir doch schon vorher drin gehabt. Oder? Also den, wo ich da vorhin gefahren bin, der hat auf jeden Fall einen drin gehabt. Bin ich mir sicher. Okay, alles nicht schlecht. Ah, das freut mich doch. Wir machen einfach mal die Tür auf. Schließlich brauche ich ja auch frische Luft. Mann, ey. Ach, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Weißt du, aber das ist so, ich hätte vorher besser drauf achten sollen, wenn ich... Alles klar. Ja gut, dann schauen wir uns die gleich mal an. Dann schauen wir die uns gleich mal an. Weil wie gesagt, ich bin immer auf der Suche für mich und im Betrieb halt einen eigenen Bus zu haben. Aber ganz ehrlich, bei den Busse, die wir jetzt auch im Betrieb haben, ist die Frage eigentlich für mich komplett überflüssig, ey. Mann, Leute, mir geht's heute richtig gut, ey. Schön entspannt, schön chillig. Das fällt mir. Der Rückspiegel gefällt mir auch. Keine Fahrgäste, die meckern. So, Fahrten müssen wir mal haben, ey. Herr Justin im Betrieb, locker verdiente Flocken, ey. Keiner, der dir voll auf den Senkel geht, ey. Oder so ein komischer Busfahrer wie mich, ja, der nicht schildern kann. Ja, einfach zu blöd ist, die Datei einfach reinzumachen, ey. Ehrlich. Jack it up. Muss auch mal gesagt werden. Was steht.
Okay. Na gut, da bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt. Aber ich frage mich gerade, wie man die Folge nennen soll, ne? Für YouTube die Aufnahme. Fahrt der Bescheuerten oder Fahrt der leeren Seelen oder. Ah, ich weiß, wie ich sie nenne. Die Betriebsfahrt? Nö. Die Fahrt des Lost Boys. Ja. Wie die. Ein Hub. Ein Huber für dich. Viel Spaß auf deiner Tour und Grüße gehen raus, mein Lieber. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber du bist ein Busfahrer. Reicht mir. Jawoll. Lass mal schön über den Rand rein. Ey, so. Ja, das nennen wir so. Fahrt des Lost Boy. Na komm schon. Das war voll der Fehler, oder was passiert ist. Ich hab damit kein Problem. So bescheuert, wie ich sowieso schon bin. Aber wie kann man die Hofdatei die da reinmachen? Ja, eben. Ich meine, hallo? EMP. Bald mein Punkt. Och, LKW, was wird das denn jetzt hier? Jawoll, fährst doch in mich rein, du bist so ein. Du bist doch so ein verdrottelter Torfkopf, ey. Du musst der Lappe abgezogen werden, ey. Richtig schön über die Nase. Weg ist er. Obwohl, einen Vorteil hat's ja. Oh, Herr Busfahrer, was machen Sie denn wieder? Was wollen Sie denn von mir da hinten? Ich sehe Sie gar nicht. Ja, ich sitze da hinter Ihnen. Hinter Ihnen, was denn? Ich hasse Sie so schlecht. Wenn der Selbstgespräche hat, packt er, was macht er? Och, nö. Er fährt einfach. Da will jemand aussteigen. Aber ist ein Koffer kaputt oder was? Was drücken die denn hier auf die Haltestelle rum? Jetzt sind wir noch ganz gut oder was? Nö, ich will noch aus. Ja, der da hinten, der blöde Sack da, der geht raus. Habe ich früher bei einer Linie gerne gemacht. Knöpfchen gedrückt. Oh, war der Busfahrer sauer. Der war sauer. Der war richtig sauer gewesen, ey. Kann ich aber. Naja, ich bin halt ein kleiner Bu. Aber trotzdem. Der war's nicht. Aber so könnte man auch auf das mal fahren, ne? Ist ja mal was anderes. Aber mal ganz ehrlich, könntet ihr so fahren? Mit ein bisschen Übung? Wäre nicht schlecht, ne? Wäre richtig nice.
Weil das war früher mein Stammplatz. Hauptsache immer schön looky-looky beim Busfahrer. Insta. So. Oh, das könnte man sagen, ne? Fährt ein Rocker durch die Gegend, rockt bloß auf den falschen Platz, ne? Jesus, Maria, Gott. Du kriegst aber eure Fahrprüfung auf jeden Fall hoch. Psst, dürft ihr nicht weiter verzählen.